Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike und wir spielen teils auf einem Mirrorwind ein Stück weiter. Beim letzten Mal haben wir einen Kollegen gefunden, Mardon hieß der, und der sucht eine Dame, wahrscheinlich irgendwie aus zwiespältiger Geschichte, eher so einseitige Liebe, nehme ich an, mit purpurroten Haaren. Das haben wir hier in dieser Kiste. Ein rotes Haar mit einem passenden Kamm gefunden und Ruhe sagte zuvor, dass sie eine solche Person noch nie gesehen hat. Kommen zurück, Freund. Ihr wurdet vermisst. Ihr habt gesagt, dass ihr Persea nicht gesehen habt, aber ich habe diesen Kamm in einem eurer Räume gefunden. Das Haar von ihm ist purpur, genauso wie ihr Haar. Sie nimmt den Kamm und untersucht ihn, während sie dabei die Stirn runzelt. Ja, ich habe Omadon belogen und ich bereue es nicht, obwohl ich weiß, dass ihr mich dafür verurteilen werdet. Vielleicht werdet ihr es verstehen, wenn ich euch Persuas Geschichte erzähle. Omado mag dem Irrglauben erlegen sein, dass sie seine einzig wahre Liebe ist. Aber was ihn antreibt, ist Besessenheit und nicht Liebe. Er ist zu einem Monster geworden. Sie seufzt. Nachdem zu urteilen, was Persuas mir erzählt hat, hat er ihre Leiche in einem Grab im Tal der Toten Helden gefunden, perfekt konserviert durch uralte Technologie. Und er war sofort ihrer Schönheit erlegen. Seine Torheit hätte damit enden können, aber nein. Omadon war selbst im Besitz von uralter Technologie, mit denen er sie von den Toten auferstehen lassen konnte. Oh mein Gott. Er scheint geglaubt zu haben, dass seine ungefragte Wiederbelebung dazu führt, dass sie sich in ihren Retter, ihren strahlenden Helden verlieben würde. Aber seine Inbrunst hat sie verschreckt. Sie hat ihm erklärt, dass sie seine Gefühle nicht teilt, doch er hat ihr nicht zugehört. Für ihn war ihre Abneigung nichts weiter als eine vorübergehende Wirrung. Seitdem ist Persea vor ihm auf der Flucht, aber er gibt einfach nicht auf. Das war mein erster Verdacht auch schon mit den Gedanken lesen, ne? Mit der ganzen Geschichte. Ach, habe die Jahre. Sie sieht nach oben. Versteht ihr jetzt, warum ich ihr geholfen habe? Warum ich ihn, weil ich angelogen habe? Gedanken scannen. Sucht wird oft mit Liebe verwechselt und der Geliebte ist lediglich ein Preis zum Gewinnen. Ah, in die gute Zeit erhöhen. Nee, ich weiß nicht. Was auch immer er sonst getan hat, dieser Umstand sollte es wert sein. Ah, nee, komm. Liebe kann nicht durch Verpflichtung gewonnen werden. Sie muss frei und zwanglos vergeben werden. Ja. Was will ich haben? Was daran rot ist, weiß ich nicht. Bin froh, dass ihr das sagt. Was wollt ihr jetzt tun? Ich möchte ihn von überzeugen, Persuia nicht weiter zu verfolgen, würde ich sagen. Können wir ihn nicht einfach in Trance versetzen? Das würde Persea mehr Zeit geben zu fliehen. Das ist jetzt eine Notlösung. Ich darf Persea nicht finden. Ich will ihn von der Fährte abbringen, ich will das hinlotsen. Ich möchte beide zusammenbringen, das bringt's nicht. Nicht auf die Art. Wenn er eine Leiche wiederbelebt. Über die Jahre. Möchte ich ihn überzeugen, sie überhaupt nicht mehr zu belästigen? Oder soll ich ihn von der Fährte abbringen? Er findet vielleicht sie dann wieder irgendwann mal. Rausversetzen, das bringt's halt nicht. Ich möchte versuchen, ihn zu überzeugen. Ich habe relativ viele Intelligenzpunkte. Vielleicht geht das. Eine noble Absicht, aber nicht so einfach umzusetzen, fürchte ich. Ich wünsche euch viel Glück. Ich weiß ja gar nicht, ob die überhaupt noch... ob sie überhaupt unterwegs ist. Sie könnte ja hier auch noch sein. Okay, Wir gehen erstmal versuchen, ihn jetzt zu erzeugen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Junger Mann, nee, wo ist er denn da? Omadon? Gespannt, diese ganze
Gutherzgeschichte wirklich für irgendwas Gutes. Ich kann nicht direkt überzeugen. Ich hörte eine andere Geschichte, wie du und Persea sich kennengelernt haben. Ich hörte, dass du dich in ihre Leiche verliebt und sie dann irgendwie ins Leben zurückgeholt hast. Sein Gesicht wird rot vor Wut. Hat dir das Ruhe erzählt? Nun, sie lügt. Persea war nicht tot. Sie war mit alter Technologie leblos gemacht worden. Das ist tot. Leblos ist tot. Sagen wir einfach mal. Ich nutzte nur andere Technologie, um sie aus dem Tiefschlaf zu holen. Deine Geschichte, wie du Persea kennengelernt hast, entspricht nicht der, die du mir vorher erzählt hast. Du sagtest, ihr habt am selben Grab getrauert. Es war ein Grab. Kannst du es mir verübeln, eine Geschichte erzählt zu haben? Kleingeister konzentrieren sich viel zu sehr auf die Auferstehung und nicht auf die Liebe, die daraus entstand. Er lacht bitter. Leute sagen gern den ganzen Tag lang, Liebe steht über allem, aber sie brechen jeden Tag das, was sie Gesetze der Natur nennen, um es zu erreichen. Sag mir die Wahrheit, hast du sie aus dem Schlaf geholt oder hast du sie wieder aufstehen lassen? Der Unterschied ist geringer, als du denkst. Manche der vorigen Welten machten überhaupt keinen Unterschied, sagt er und winkt ab. Aber das hier ist nicht wichtig, doch es ist wichtig. Wichtig ist, dass wir ineinander verliebt sind, deshalb muss ich sie zurückhaben. Ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Du bist der Grund. Sie hasst mich? Deine Schultern sacken ab. Sie hat mir kaum eine Chance gegeben. Ich gab ihr das Leben. Ich sollte dankbar sein. Stattdessen rennt sie mir davon, als wäre ich ein Monster. Ja. Das einzig Wahre wäre eigentlich das hier. Ich kann jetzt sagen, ja. Willst du wirklich jemanden haben, der dich nicht haben will? So, ja, relativ. Oder die Silberke Zeit. Du hast so viel Potenzial, nimm doch den anderen. Du findest schon eine bessere. Ich jetzt auch ein bisschen arschlochmäßig. Im Unterschied zur Ruhe ist eher sicherlich keine goldene Zeit. Und wir haben ja uns mit der goldenen Zeit eingestimmt. Also ich habe gesehen, dass sie goldene Zeit auch genutzt hat. Das heißt, wenn sie sagt, dass sie dich nicht liebt, dann solltest du ihr das glauben. Tu das richtig und lass sie gehen. Das Einzige, was Sinn macht. Er winkt wütend ab. Ich mache das Richtige. Ich liebe sie. Wie kann das Liebe falsch sein? Du kennst sie nicht wie ich. Niemand kennt sie so. Überreden. Die Persea aus deinem Traum gibt es nicht. Du jagst deiner realen Frau hinterher, die dich hasst. Es gibt kein Happy End. Wer kann gut überreden? 70. Sie gar nicht. 70. 85. Hat funktioniert? Okay. Ah. Für einen kurzen Augenblick sieht Omaragon aus, als würde er dir einen Schlag verpassen, aber dann dreht er sich ab. Du hast recht. Meine Persea war diejenige, die schlief. Die aufwachte, war mir fremd. Und ich habe sowohl sie als auch mich damit gequält, ihre Realität mit meiner Fantasie in Einklang zu bringen. Ich war ein Dummkopf und schlimmer noch. Ein Bösewicht. Das ist auch so eine Badwahl. Sie wird mich nie wiedersehen. Okay, ja, zieht von dannen, dann kann ich ja mit Ruhe nochmal sprechen, mal gucken, wo sie wirklich hin ist. So, ich habe Oma dann davon überzeugt, die Suche aufzugeben. Das sind wunderbare Neuigkeiten, sagt sie mit glänzenden Augen. Ihr habt uns einen großen Gefallen getan. Hätte sie wenigstens hier eine Übernachtung anbieten können, kostenlos. Aber okay, hast ein bisschen Erfahrung bekommen. Matkina hat ein Level-Up bekommen, auch noch. Wir erhöhen.
würde sagen, den Edge, damit wir hier mehr Aktionen benutzen können, ohne Punkte ausgeben zu müssen. Warp Sprint lässt sich noch verbessern. Warum? Wie? Frische Wunde. Okay. Lebenskraft der Verstoßenen. Makina leidet keinen bleibenden Schaden, wenn sie bewusstlos geschlagen wird. Das heißt, wenn man hier K.O. geht, dann kriegt man einen permanenten Debuff. Sie kann man überhaupt nicht überreden. Okay. Er kann sowieso nicht reden. Und hier haben wir auch kein Überreden. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der überreden hat. Ich auch nicht. Oh, ich müsste doch nicht überreden, dann skillen wir nächstes Mal. Überreden wäre schon wichtig. Okay, wo geht's hier weiter? Levis, hier gibt's wieder einige. Wandel der Gottkultist, habe die Ehre. Wie geht's denn? You can't have him. I need him. Du siehst drei Gestalten in Roben vor dir stehen, die den Himmel nach ankommenden Schiffen und dem Eingang der Karawanserei nach neuen Besuchern absuchen. Einer von ihnen sieht dich kommen und stupst die andere mit dem Ellbogen an. Sie drehen sich um und werfen sich vor dir auf die Knie. Als die Figur anfängt, mit dir anfängt zu sprechen, kannst du förmlich spüren, wie sie zittert. Oh, eure Heiligkeit, wir haben vor eurer Anwesenheit keine Stadt erfahren, aber wir hätten nicht einmal gewagt, davon zu träumen, dass ihr uns mit eurem Antlitz beehrt. Könnt ihr es wirklich sein? Ich dachte, er wäre nur ein Mythos. Wie können wir euch denn ähnlich sein? Erzählt mir mal was über euch. Ein breites Lächeln. Wir sind eure wahren Diener, eure Helligkeit, und nur darauf bedacht, euer Licht und eure Wahrheit in die Weiten der neunten Welt hinauszutragen. Wir wünschen uns nichts mehr, als von eurer Vision, eurer Gnade und eurer Stärke erfüllt zu werden. Er verbeugt sich noch einmal tief vor dir. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich vor dem echten wandelnden Gott verbeugen würde. Er denkt, ich bin der echte wandelnde Gott. Goldgezählt, ne? Ich schloss mich an, um mehr mit diesen Verstoßenen zu lernen. Was tut ihr hier? Wir... Er schluckt nervös. Wir warten auf eure Rückkehr, Heiliger. Es ist uns eine große Ehre, mit eurer Anwesenheit gesegnet zu sein. Gedanken scannen. Wenn er echt ist, dann könnten die Geschichten auch echt sein. Ich kann natürlich sagen, ich bin der wandelnde Gott. Ich habe nur eine neue Hülle gemacht, wo ich hin und her geswitcht habe, um vielleicht den Schatten zu irritieren, ne? Und der wandelnde Gott bin vielleicht tatsächlich ich. Ein letztes Mal, ohne dass es eine weitere Hülle gibt. Auch eine Option, die man in Betracht ziehen könnte. Hattet ihr eine Frage an mich? Er öffnet seinen Mund und starrt dich an. Nein, mit feuerrotem Gesicht sehen sein Blick sofort zu Boden. okay, gefällt mir. Dann erstmal nicht, vielleicht läuft ihr irgendwelche Kinder, auf die ihr aufpassen könnt. Was ist das hier? Das kann ich nicht benutzen, schade. Memovira-Wächter, geht's zu Memovira? Hier noch irgendwo Meister Renio. Das ist auch ein geiler Ausblick hier, ne? Wenn man nach unten schaut, das Land, das ist schon großartig gemacht hier. Oh, cool. Schönes Artwork, was sie im Hintergrund hingebaut haben. Das ist ja nicht geskriptet, nicht gebaut so. Das ist ja wirklich eine Grafik. Schönes Art, was hier läuft. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das ist der lebende Organismus. Und da ist vielleicht auch der Vater von den Kindern. Meister Renio. Auf der Spur des Erbauers. Dieser Luftschiffmeister behält sein Schiff stets im Auge. Er ist ein kleiner, drahtiger Mann. Er trägt von Reisen gezeichnete, aber auch gut erhaltene Kleidung. Er kaut frustriert an seinem perfekt gepflegten Schnauzer. Als du näher kommst, wendet er sich von seinem Schiff ab. Willkommen zu Meister Renios Luftabenteuer. Ich fürchte, dass ich in nächster Zeit nicht ablegen werde. Nicht seit dem Diebstahl. Er sagt das Wort ganz vorsichtig, als würde er es bannen wollen. Ich habe immer versucht,
in den Menschen das Gute zu sehen, gesteht er und muss schwer schlucken. Aber das war, bevor dieser kleine, überschwängliche Volltrottel von Coronet stahl. Die Coronet stahl. Mein preisgekröntes Luftschiff. Er schüttelt den Kopf wirklich außer sich. Bis dieser Dieb gefangen bleibt, bleibt mein Schiff im Dock sicher verschlossen und angekettet. Kannst du mir mal sagen, wie dein Schiff geklaut wurde? Natürlich, sagt er offensichtlich dankbar, dass du dich für sein Problem interessierst. Zuerst hat der Herumtreiber noch gefragt, ob er sich mein Luftschiff ausborgen kann. Das muss man sich erstmal vorstellen. Ich habe natürlich abgelehnt, so höflich wie es möglich war. Er schüttelt langsam den Kopf und murmelt. Und Kummer macht sich auf sein Gesicht bereit. Ich sah nur einen kurzen Moment weg, um etwas zu unterschreiben, und schon war das Luftschiff. Er war im Luftschiff und winkt mir von der Reling aus zu. Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Das wäre für mich eine große Erleichterung, sagte seufzend. Wenn du ihm zufällig begegnest, dann bring ihn zu mir. Ich will dem Dieb in die Augen sehen und ihn fragen, warum er das getan hat und mir das antat. Making a note. Kannst du mir beschreiben, wie dieser Luftschiff-Dieb aussah? Da laufen eine Menge Leute rum. Er war ein kleiner, blonder und eher schlaksiger Typ. Er glühte außerdem. Nein, das ist der, der was auf den Höhen, der was schon mit war, der mit dem goldenen Schein. Meister Renio schaut finster rein. Ich hätte wissen müssen, was er plant. Oh, ich habe solche Typen schon früher gesehen. Rücksichtslos, auf der Suche nach dem Kick. Das habe ich nie verstanden. Er zwirbelt an seinem verdünnten Schnurrbart. Ich weiß, wer er ist. Ja, wohin geht deine Reise? Einmal flog ich bis nach Augur Kala, segelte über Avrinwald und die unermesslichen Tiefen des Ornusees, über die Lavafelder des Ossifagan-Gebirges und die Ebenen in der Ferne. Ich flog nach Süden, über die Ruinen der Tabat-Heimatländer und nach Osten, zu Hause der Mrajolios. Er zeigt auf sein einziges Schiff. Jetzt sein einziges. Jetzt fliege ich nur noch bis zum Tal der toten Helden und befördere Trauernde und Memorialisten zu den beständigen Gräbern. Gedankenscanne, die Lage wird sich eines Tages wenden, da bin ich mir sicher. In der Zwischenzeit haben wir ehrliche Arbeit und etwas zu essen. Selbstverständlich, ich fliege momentan nirgendwo hin, nicht solange der Dieb, der mir ein anderes Luftschiff gestohlen hat, frei herumläuft. Ja. Was kannst du mir denn hier über die Karawanserei sagen? Geschichtsträchtig, mein Freund, und du hast dir den richtigen für deine Fragen rausgesucht. Er streicht seine Kleidung glatt und stellt sich auf. Das war einmal ein Sammelplatz gegen unsere Feinde, die Tabat. Unsere Vorfahren konnten von hier aus den herannahenden Feind beobachten und ihre Einheiten dirigieren. Sie sagen, dass sie von hier oben die Verteidigung kommandieren wurde. Er zeigt auf eine Felsnase auf der anderen Seite der Hochebene. Das ist wahrscheinlich dann hier oben gewesen irgendwo. Und hier. Jetzt dient er nicht mehr als Ort für Kriege, sondern für den Handel, errichtet für das Wohl aller. Sowohl für uns, als auch für unsere Gäste aus dem Ausland. Sargus Klippen sitzt auf einem großen Haufen von Numenera und macht damit gute Geschäfte. Wir importieren Nahrung, Gewürze, Stoffe und Besuch aus fernen Ländern. Sie kommen aus Augur Kala, Astaria und Hyres und vielen, vielen anderen. Dies ist ein Handelszentrum in Sargus Protektorat. Er lächelt. Ich spiele einen kleinen, aber stolzen Part. Erzähl mir doch was über dich. Ein Hauch von Lächeln ist in seinem Gesicht. Ich bin der Inhaber dieses Geschäfts und ein Schiffskapitän. In besseren Zeiten betrieb ich eine Schiffsflotte, die zahlreiche Häfen anlief. Ja, zuckt mit den Achseln. Wir haben keine besseren Zeiten und meine Flotte wurde verkleinert. Jetzt habe ich gerade noch ein einziges Schiff. Er zuckt nochmal mit den Achseln. So ist das Leben. Du baust alles für deine Familie auf und dann kommt durch die Wirren des Schicksals alles anders. Aber mein schlecht laufendes Unternehmen gehört nicht unbedingt zu den Geschenken, die ich meinen Erben hinterlassen will. Ich versuche ihnen Hingabe, Ausdauer und Anstand bei allen Geschäften beizubringen. Er steckt sich die Hände in die Hosentaschen. Was würde es ihnen nützen, wenn ich ihnen ein schlechtes Vorbild bin? Ich bin lieber ruiniert, als ihnen beizubringen, dass Falschheit zum Erfolg führt.
Er lacht sanft. Ich entschuldige mich. Das hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Du hast mich nicht zu meiner Philosophie gefragt. Ja, es ist schon sehr anständig. So ähnlich halte ich das auch. Kannst du mir mehr über die Karawanserei erzählen oder ist es ohnehin nochmal das Gleiche? Mein Freund, für einen Händler ist das der beste Ort in der Stadt. Man kann über die Garavia Sund blicken und die Schiffe herankommen sehen. Da drüben, der Flor, das war rechts, das rote. Man kann Ebbe und Flut des Handels beobachten, das Klimpern der Schienen und man weiß, dass die Welt so funktioniert, wie sie soll. Zum Wohle aller. Eine sehr löbliche Einstellung, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den Herrn Kollegen Goldschimmer hier... Ach, da ist Tibia, guck an. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich Tibia hier... wie ich hier den Goldschein-Heini reinkriege. Ich bin gerade hier komplett geflasht von diesem Hintergrund, muss ich gestehen. Also von diesem Artwork. Ich wüsste jetzt nicht, was das Artwork gibt. Also so in dem Sinne. Bewegt sich auch nicht, wie es aussieht. Was ist denn das hier? Diese Pflanzen haften an der Oberseite der Mauer, ihre Wurzeln hängen in der Luft. Wie sie Mineralien aufnehmen, ist ein Rätsel. Noch ein Matrose, was ist das denn hier? Treibholz, das auf aufgehängten Plattformen emporgehoben wird, bildet eine nützliche, wenn nicht etwas ungefährliche Brücke zwischen den Schiffen, die in der Gegend festgemacht sind. Das werde ich mir nicht antun, darüber zu springen, wobei ich, mir egal, die kratzt mich auf und geht auch wieder. Gut, schauen wir hier rüber. Matrosen, Gipferhändler. Ja, ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, die panierten Krapf zu essen. Die Sargus-Variante schmeckt wie Pfefferminz-Scheiße. Wenigstens ehrlich. Noch ein Schiff. Mit Luftlöchern versehen mehrere Kisten auf diesem Schiff rütteln und springen. Sie sind wohl genau auf das Absteigen gespannt wie die Mannschaft. Okay, kann ich hier noch irgendwo machen? Guck an, was ist das denn hier? Oh. Arbeiter. Fernando del Toboso. Was bist du denn? Dieses Fahrzeug kann eine maximale 2 Personen umfassen. Der Innenbereich ist reichlich mit Seide und Kissen versehen und die Luft ist drinnen frischer. Ah ja, okay. Fernando del Terrazzo. Der dürre alte Mann klappert in einer stumpfen, verbeulten Rüstung, die für jemanden viel größer als ihn gemacht wurde. Trotzdem brennen seine Augen mit endlosem Feuer in sein Lächeln. Wild und ehrlich blitzt aus dem grauen Dickicht seines Barts. Ein weiterer Ritter, bellt er. Und schlägt mit seinen gepanzerten Handschuhen auf deine Schulter. Du schaffst es gerade eben stehen zu bleiben. Der Mann ist stärker, als er aussieht. Ein potenzieller Helfer für meinen Kampf gegen den Beholder. Noch ein Held auf der Suche nach dem großen Abenteuer. Ihr steht vor dem umherziehenden Ritter Gerando del Toboso. Was bringt euch auf den Gipfel des Idiatorbergs? Er ist wie ein Ritter gerüstet, doch er benimmt sich merkwürdig. Gedanken scannen. Dann sieht er um. Oh, und welch furchteinflößendes Ross. Was für muskulöse Flanken. Okay. Murmelt um und sucht an sich selbst nach Flanken oder denen der Ritter spricht. Sehr schön. Warum nennt ihr diesen Ort den Idianderberg? Es ist eine Stadt und kein Berg. Eine Stadt, sagt ihr. Er runzelt die Stirn voller Schweißtropfen. Eure Sinne müsst ihr euch beim Aufstieg verlassen haben. Die Hitze hat euch in eurer Rüstung gebraten. Er legt sanft die Hand auf deine Schulter und dreht dich zum Horizont. Lasset euch nicht vom Delirium blenden, was ihr erreicht habt, guter Ritter. Ihr habt die Höhlen des Idiatorberges erklommen, den Zahn der Weltbestie. In jedem Schatten unter uns liegt ein Abenteuer. Jedes Lichtfunkeln ist eine Aufgabe, die auf uns wartet. Und was bringt euch dann hier herauf, wenn das die Abenteuer unten sind? Wisst ihr, sagt er, dass ich mir nicht sicher bin? Mein Gedächtnis ist nicht mehr gut. Ich erinnere mich daran, dass auf unserem Anwesen vor der Rüstung meiner Familie zu knien, er blinzelt langsam. Vielleicht habe ich geweint.
Er schlägt seinen Panzerhandschuh in seine Brust und hinterlässt eine beträchtliche Beule. Ich kann mich nicht erinnern und es ist nicht wichtig, denn dann hörte ich ein donnerndes Brüllen und erblickte ein riesiges Untier am Himmel. Ich legte meine Rüstung an und nahm die Verfolgung auf. Jetzt wird spannend. In Ordnung. Fahrt fort. Das furchtbare Untier grinste mich von oben herab an und versprach Zerstörungen an. Ich versprach ihm den Tod und es floh über den Himmel. Ich folgte ihm, eilte zwischen den Bäumen durch. Er hört auf zu sprechen und runzelt die Stirn. Dann erinnere ich mich kaum noch an etwas. Ich erinnere mich ans Gehen, an verschiedene Abenteuer entlang des Wegs natürlich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, warum ich hierher gekommen bin. Es leicht verwirrter Kollege. Ah, sagt er und hebt den Finger. Natürlich, ich hatte wohl die brillante Idee, auf diesen einzelnen Berg zu klettern, um das Untier besser von Weitem sehen zu können. Er schüttelt den Kopf und sein strähniger Bart wackelt dabei. Doch leider habe ich es bisher nicht gesehen. Euer Untier klingt ziemlich genau wie eine große Wolke und ich bin mir nicht sicher, dass ihr gegen einen... Wenn ich dabei gegen einen Baum gelaufen sei, das wäre dann blöd. Das war eine unglaubliche Geschichte. Vielen Dank dafür. Ich muss mein alles aufs Auge drücken. Äußerst gern geschehen, sagt er und tätschelt liebevoll deine Hand. Es ist gut, meine Geschichten mit einem Ritterbruder zu teilen. Jeder andere bringt immer sonderbare Zweifel auf. Ihr sagt, ihr sucht das ganz große Abenteuer. Ja, aber ich möchte offen sprechen, sagt er und zupft an seinem Bart. Zu viele Menschen haben mich für einen gewöhnlichen Söldner gehalten. Er richtet sich auf. Ich bin nicht daran interessiert, mich in lokale Zwiste einzumischen. Ich werde kein Untier jagen, das mich nicht jagen kann. Und sollte ich kämpfen, dann nur gegen einen Gegner von solcher Boshaftigkeit, dass die Sterne selbst lieber gar nicht mehr scheinen würden, als ihr Licht über eine Welt mit solch übelwollenden Kreaturen zu werfen. Interessanter Aspekt. Die Kinder der endlosen Pforte haben auf der Schattenseite unschuldig abgeschlachtet. Ich bin auf der Suche nach Kriegern, die mir beim Kampf gegen einen Nystermon im Riff helfen. Also ich komme irgendwie auch auf die Schattenseite. Gibt es ja auch irgendwo noch diese versteckten Dinger hier? Ja, sagt er enttäuscht. Welche Art von Unti ist das denn? Es klingt so nach einem Fisch. Er beurteilt den Gesichtsausdruck falsch und hebt seine gepanzerten Hände. Fisch können furchterregende Gegner sein. Ich möchte eure Aufgabe nicht schmälern, aber wisst ihr, man muss nur vom Wasser zurücktreten und schon geht von der Kreatur keine Gefahr mehr aus. Okay, ist nicht gerade das hellste Licht am Horizont. Er runzelt die Stirn. Abgesehen von diesen giftspuckenden Dornteufeln von Garmutar natürlich. Abgesehen von denen. Giftspuckend was? Was? Ein Nystermon ist eine große, treibende Kreatur mit Waffen am Ende jedes ihrer vier Tentakeln. Klingt für mich noch ein Fisch, sagt er argwöhnisch. Ein großer Schwimmender, aber trotzdem ein Fisch. Entschuldigt, aber ich werde hier bleiben. Und wenn ich euch dafür bezahlen würde? Ich würde selbstverständlich ablehnen. Ein Ritter arbeitet nicht gegen Bezahlung. Rote gezählt. Ich kann immer angehen. Euer Urteil ist falsch. Es ist ein Makel am Himmel. Ein gnadenloses Monstrum. Hass ist das einzige Lied seines Herzens. Dann werden wir ihm etwas Neues beibringen, ruft Kyrando. In seinen Augen sind voller Glückstränen. Dieses Untier klingt in der Tat nach eines großen Abenteurers würdig. Ich eile jetzt zum Riff und beobachte unseren Gegner aus der Ferne. Wir sehen uns dort, mein Freund. Er summt vor sich hin und wackelt fort. Okay, jetzt haben wir schon mal zwei gegen... vier Arme. Die Frage ist, wie viele Leute kann ich denn hier effektiv wirklich anheuern? Dann sind wir hier aber auch schon wieder durch, oder? Zum Regierungsplatz geht's hier wieder. Zum Klippenrand. Hatte ich doch vorhin irgendwas gesehen hier. Da ist was aufzuheben. Oben auf einer naheliegenden Hochebene kannst du... die Oberseite einer kleinen Kugel aus glitzernden blauen Energie ausmachen.
unerreichbar. Wie komme ich da hin? Das wird doch nicht umsonst so sein. Unerreichbar. Moment mal, es gab doch hier, wenn ich mit den Skishers, das werde ich dann in der nächsten Folge, wie es aussieht, dann machen. Aber ich werde hier gegebenenfalls probieren. Doch, hier. Hier gab es doch den Weg hoch. Das heißt, wenn ich die Kletterprobe schaffen würde, hier hoch, von der Höhle, dann müsste das doch eigentlich gehen. Nehme ich an. Aber wir fragen doch mal kurz bei diesen Weisen nach, ob ich noch was abgeben kann. Und dann sollten wir das hier durchhaben. Ne, habe ich gerade nichts mehr gefunden. Schade. Ja, und wir müssen Goldlöckchen holen. Super. Gut, in dem Sinne möchte ich mich mit dem hier oben, dem Bild verabschieden, wo wir als nächstes hin werden. Oder hin müssen, wahrscheinlich. Die umgebenden Ländereien. Mit das großartige Artwork. Ja, in dem Sinne habe ich gefreut, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Mike.